So, liebe Eishockey-Fans, herzlich willkommen zurück zu den DEL2-Teamchecks. Dieses Mal mit den Bayreuth Tigers, die am Ende der Saison den 11. Platz belegt haben und somit in den Playdowns gelandet sind. Etwas, was ich als DEL1-Gucker jetzt erstmal neu gelernt habe. Sehr interessantes Konzept, macht die Liga wirklich super spannend. Und darauf gehen wir gleich mal ein bisschen genauer ein. Teams kämpfen darum, wer in der zweiten Liga bleibt und wer absteigt. Und ja, das sind die Playdowns. Wir gucken einmal kurz drüber. Leider auf der DL2-Webseite keine genaueren Infos mehr gefunden. Das war nicht mehr aktuell. Aber auf sport.de haben wir eine schöne Übersicht gefunden über die Playdowns. Und wir gucken mal auf erste Runde der Playdowns. Haben die Lausitzer Füchse gegen die Tölzer Löwen gespielt. Und haben sich hier relativ deutlich, Spiel 2 war noch ein bisschen knapp. Ansonsten waren die Spiele doch deutlich. Meistens, vor allen Dingen hier das 10-1. Und haben sich dann durchgesetzt und die Tölzer Löwen mussten danach dann gegen die Bayreuth Tigers spielen, die in der ersten Runde gegen die selber Wölfe verloren haben. Hier war es ein bisschen knapper, hier ein Sieg, da eine Niederlage. Und ja, am Ende spielten in Runde 2 die Bayreuth Tigers gegen die Tölzer Löwen um den Verbleib in der zweiten Liga. Und das war aber auch eine knappe Kiste. Es hat 6 Spiele gedauert. Und teilweise auch sehr knapp, manche etwas deutlicher. Am Ende war Bayreuth dann besser. Und ja, Bayreuth Tigers bleiben in der zweiten Liga. Die Tölzer Löwen werden nächstes Jahr Oberliga spielen. So, und die anderen beiden Teams, die Lausitzer Füchse und die Selberwölfe, bleiben auch in der zweiten Liga. Und ja, für die Tölzer Löwen kommen dann die Regensburger Eisbären hoch. Und ich bin gespannt. Auf jeden Fall ein interessantes Konzept, macht die Liga sehr spannend. Finde ich wirklich erstmal einfach auf den Kader, der letzte Saison den 11. Platz erreicht hat. Der sah folgendermaßen aus. Ein paar interessante Namen dabei, auch aus der ersten Liga von früher noch. Und wir gucken mal auf die Topscorer. Sehen hier Wille Järveläinen, auch ein bekannter Name. 76 Scorerpunkte in 52 Spielen, sehr beeindruckend. Auch Cason Homan mit 74 Scorerpunkten und Luke Pither oder Pitter, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, 38 Scorerpunkte. Und dann kommt schon Kurt Davis, der offensiv starke Verteidiger, den ich noch von damals aus von den Krefeld Pinguinen kenne. Und Christian Kretschmann auch mit 13 Toren, kenne ich auch noch aus Krefeld von früher. Ja, und das waren so die Topscorer. Die schlechte Nachricht, Cason Homan bleibt nicht und der Kanadier Luke, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, Pither wird auch nicht bleiben, zumindest. Er steht aber auch nicht unter den Players Leaving. Aber wenn wir mal kurz auf ihn drauf gehen, steht er aber auch nicht mit einem neuen Vertrag für die neue Saison gelistet. Ja, liebe Fans der Bayreuth Tigers, wenn ihr was genaueres wisst, ich konnte jetzt auf die Schnelle nichts dazu finden. Wie sieht's aus? Bleibt er nicht? Hier aus der Transferliste ist es leider nicht genau ersichtlich, aber wir sehen schon, dass sich einiges tut. Auch hier viele Spieler, die kommen, viele Spieler, die gehen. Ordentlicher Umbruch. Und so sieht dann der neue Kader aus. Und hier fallen 3 Namen besonders auf. Wir gucken natürlich wieder besonders auf die Ausländerlizenzen, die interessanten Neuzugänge. Wie Sammy Blomqvist, ein Name, den man auf jeden Fall kennt aus der zweiten Liga. Und ein absoluter Highscoring-Spieler, hat jetzt viele Jahre in Kaufbeuren gespielt und jetzt bei den Bayreuth Tigers. Ja, was soll man dazu sagen, ist schon eine Top-Verpflichtung, sehr, sehr starker Spieler. Hat auch in der ersten finnischen Liga Erfahrung und in der zweiten Liga die letzten Jahre immer wieder super Zahlen abgeliefert. Sehr, sehr offensiv starker Spieler, super Gewinn, auf jeden Fall klasse Neuverpflichtung. Dann gucken wir auf einen weiteren Finn, Petteri Nikkilä, 30 Jahre jung. Hat schon die erste finnische Liga einmal gewonnen. Auf jeden Fall auch sehr interessant. Das heißt, viel Erfahrung in der ersten finnischen Liga. Er ist Verteidiger. Deswegen jetzt auch nicht so die hohen Scoring-Zahlen. Aber wir sehen hier Plus-Minus-Statistik, plus 12. Hier plus 10. Waren auch mal ein paar Saisons mit Minus-Beträgen. Aber ich denke mal, er wird hauptsächlich für die Defensive verantwortlich sein. Nicht unbedingt High-Scoring. Aber hier auch immerhin 28 Scorerpunkte als Verteidiger, das ist schon ordentlich. In der ersten finnischen Liga, hat sogar in der schwedischen ersten Liga einmal gespielt. Und jetzt erste Deutschlandstation, interessanter Neuzugang und ich bin gespannt, was möglich ist. Also auf jeden Fall sieht er sehr vielversprechend aus.
So, dann gucken wir noch auf Philip Cornett. Kanadier, 32 Jahre jung. Hier haben wir einen Center oder auch Wing. Also spielt beide Positionen, Flügelspieler oder Center. Und hat auch in der ersten finnischen Liga schon die Championship geholt und in der norwegischen Liga die Championship gewonnen. Auf jeden Fall auch sehr interessant. Hat sogar NHL-Erfahrung, 2 Spiele. Und hat hier in der American Hockey League fast, also über 20 Tore geschossen. Hier 15 Tore und in Norwegen 17 Tore, in der ersten finnischen Liga. Auf jeden Fall super Scoring-Touch. Hat auch hier in der zweiten Liga schon bewiesen bei den Kassel Huskies, dass er 23 Tore in 28 Spielen schießen kann. Leute, das ist auch ein super Neuzugang, eine sehr solide Verpflichtung. Und ich bin gespannt, was möglich ist in der neuen Saison. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. So, dann gucken wir einmal kurz auf die Vorbereitung, was bisher war. Gegen Landshut, gegen die Höchstädt Alligators. Leider keine Ergebnisse dabei. Ich sehe nur hier, Tigers lassen Alligators keine Chance. Also das Spiel hat man wohl gewonnen. Gegen Landshut weiß ich leider nicht. Und heute noch gegen Weiden. Dann am 9.9. noch gegen Landshut und am 11.9. nochmal gegen Weiden. Ehe dann am 16. September die Saison losgeht. Und ja, die Bayreuth Tigers starten mit einem Auswärtsspiel bei den Eisbären Regensburg. Also auch eine interessante Partie um 20 Uhr am 16. September. Ja, ich bin gespannt, was möglich ist nächste Saison. Wie gesagt, da ich bisher immer nur die erste Liga verfolgt habe, die zweite nicht so sehr, fällt es mir sehr schwer, eine Prognose zu machen, Leute. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr glaubt, wo die Bayreuth Tigers nächste Saison landen. Und ja, ich drücke den Fans die Daumen, dass es vielleicht ein bisschen besser wird als Platz 11. Und sage danke fürs Zuschauen des Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao.